Sie gilt als eine der schönsten Inseln der Welt. Ein Urlaubsparadies mit üppigen Landschaften und einer faszinierenden Kultur. Eine Perle, die vor allem vom Tourismus lebt und versucht, ihr ursprüngliches Gesicht zu bewahren. Bali ist eine der rund 17.000 Inseln des indonesischen Archipels und liegt östlich der großen Insel Java. Unsere Reise beginnt in den großen Ferienorten des Südens. Wir machen einen Ausflug ins Inland zu Tempeln und Reisterrassen und besuchen die Bergwelt und Küste im Nordosten. An der Westküste im Süden liegt Kuta, nicht weit vom Flughafen entfernt. Der einst kleine Fischerort ist zum quirligsten und geschäftigsten Touristenzentrum der Insel geworden. An jeder Ecke findet man die üblichen Souvenirs, aber auch das ein oder andere originelle Mitbringsel. Viel Verkehr, kilometerlang Geschäfte, Restaurants, Bars und Nachtclubs. Das mag nicht jedem gefallen, aber dafür lockt das Meer mit einem langen und breiten Sandstrand. Das ganze Jahr über hat es tropische Temperaturen um die 30 Grad. Die Copacabana Indonesiens, so wird auch gerne der Küstenabschnitt zwischen Kuta und Seminyak genannt. Hier scheint sich so ziemlich alles zu treffen. Individualreisende, Verliebte, Familien- und Partyfans. Vor allem auch Surfer. Die Brandung rollt gleichmäßig heran, die Wellen sind nicht hoch. Ideale Bedingungen für Anfänger. So wundert es kaum, dass es jede Menge Surfschulen gibt. In Legian, dem Nachbarort von Kuta, schnuppern wir in einen Anfängerkurs hinein und treffen auf Daniel Sonnet und Victoria Klima aus Hamburg. Sie standen noch nie auf einem Surfbrett. Auf was kommt es genau an, wollen wir vom Lehrer Dani wissen. Du musst wissen, welches dein starkes Bein ist und ein gutes Gleichgewicht haben. Das ist alles. Erst einmal im Trockenen üben. Körperbewusstsein und sportliche Ausdauer sind von Vorteil. Und wie lange dauert es dann, bis man surfen kann? Das hängt von dir selbst ab. Wenn es dir um Spaß geht und darum, einfach mal auf dem Brett stehen zu bleiben, dann 2 Stunden. Aber wenn du eine Welle erwischen und richtig Wellen reiten willst, dann kann das schon 3 bis 5 Tage dauern. Victoria und Daniel haben einen Tageskurs gebucht. Gleich sollen sie ins Wasser. Die Tide ist optimal. Wie geht es ihnen jetzt? Also wir sind vor allen Dingen gespannt auf die Wellen, wie sich das überhaupt anfühlt und ob wir überhaupt auf dem Board stehen bleiben. Ja. Aber man ist jetzt einfach nur aufgeregt und möchte aufs Board. Ja, man freut sich jetzt auf die Wellen. Ja. Ja. Das war gerade Victoria, die da ins Wasser fiel. Und wo ist Daniel geblieben? Auch er schafft es für eine Weile. Einen Strandabschnitt weiter in Seminyak beginnt ab nachmittags das Lounge- und Partyleben. Dutzende von Bars, Restaurants und oft auch Live-Musik. Viele Australier zieht es in der Hochsaison hierher. Entspannte Ruhe herrscht dagegen an der Ostküste, auf der Halbinsel Bukit Badung. Hier wurde auch ein großes Touristenzentrum geschaffen, aber eher für den betuchten Urlauber. Nusa Dua heißt die Ansammlung gepflegter 4- und 5-Sterne-Resorts, wie das Soul Beach House Benoa Bali, ein All-Inclusive-Hotel mit eigenem Hausstrand. Und mit einem eigenen Priester. Am Morgen begegnen wir ihm beim täglichen Ritual. Er gibt Opfergaben, um Götter und Dämonen gut zu stimmen, um das Haus und seine Bewohner zu segnen. Kaum ein Balinese beginnt den Tag ohne ein Opfer. Rituale durchdringen den Alltag. Während die meisten Indonesier Muslime sind, bekennen sich fast alle Balinesen zur Hindu-Dharma-Religion,
Das ist die balinesische Variante des Hinduismus, in die buddhistische und altmalayische Glaubensvorstellungen eingeflossen sind. Das spanische Hotelmanagement respektiert die Lebensphilosophie seines balinesischen Personals. Trihita Karana strebt nach Harmonie zu Gott, von Mensch zu Mensch und mit der Natur. Natürlich bietet das Fünf-Sterne-Hotel auch den ganzen Komfort, den man von einem harmonischen, entspannten Tropenurlaub erwartet. Doch die vielen Touristen, die jedes Jahr nach Bali kommen, machen dem Paradies auch zu schaffen. Immer mehr Hotels werden gebaut, zu viele Ressourcen verbraucht, erzählt uns Adrian Prado Garcia, der Hotelmanager. Er setzt auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wir leiden bereits an Wassermangel, hauptsächlich in der Trockenzeit zwischen Mai und Oktober. Deshalb versuchen einige Hotels, alles Mögliche zu verbessern, um Engpässe in der Wasserversorgung zu vermeiden. Statt Grundwasserreserven anzuzapfen oder Frischwasser von den Stadtwerken zu nutzen, lassen wir zum Beispiel unser Abwasser in einer Kläranlage filtern und verwenden es dann zur Bewässerung unserer Gärten. Das ist aber die Ausnahme. Es gibt kein umfassendes Abwasserentsorgungssystem auf Bali. Und für Pool und Dusche wird Frischwasser benötigt. So schult der Hotelmanager sein Personal und er bittet auch die Gäste, an die Umwelt zu denken. Damit die Gäste uns unterstützen, Wasser zu sparen, stellen wir im Zimmer einiges bereit. Wenn sie das grüne Blatt an die Türe hängen, wissen wir, dass sie keine frischen Bettlaken brauchen. Wir sparen auch viel Energie. Alle traditionellen Glühbirnen haben wir durch LED-Lampen ersetzt. Die meiste Energie sparen aber die neu installierten Klimaanlagen, deren Abwärme für die Warmwasseraufbereitung genutzt wird. Wir erzeugen Kälte und die dabei entstehende Energie wird für das Warmwasser der Dusche genutzt. In unseren Zimmern wie auch im ganzen Hotel versuchen wir, möglichst viel gebrauchtes Holz aus Bali zu verbauen. Beispielsweise besteht dieses Kopfende des Bettes aus alten Stilfenstern balinesischer Häuser. Wir wollen so viel wie möglich wieder verwenden, statt Neues zu kaufen. Auch der Müll wird recycelt und die Lebensmittel kommen aus der Region. Das Soul Beach House Benoa wird regelmäßig für seine Nachhaltigkeit zertifiziert. Wir verlassen die großen Ferienzentren an der Küste und fahren mit einem Reiseführer ins Landesinnere. Igusti Putusuta Yogantara ist sein Name. Aber damit es die Touristen leichter haben, nennt er sich kurz Yoga. Yoga bietet Inselausflüge mit seinem eigenen Auto an. Einen Guide oder ein Mietauto mit Fahrer zu buchen, ist ratsam. Man muss sich dem ungewohnten Linksverkehr nicht selbst aussetzen und die Einheimischen können viel Spannendes berichten. Yoga lädt uns in sein Haus ein, in einem Dorf nahe bei Ubud. So, hier wohne ich und hier ist der Tufische, weil es der Eingangstor mit zwei Figuren vorne. Das sind der Tempel der Familienwächter. Gehen wir da rein. Yoga kann so gut Deutsch, weil er 2 Jahre lang in Berlin eine Sprachschule besucht hat. So, das sind meine ganze Familie. Das sind meine Frau, das sind meine beiden Tochter. Das sind die Tochter von meinem Bruder. Das ist mein Vater und meine Mutter. Mein Bruder und sein Sohn. Sie wohnen zusammen in einem Gehöft. Das ist üblich auf Bali, sagt Yoga. Nur die Töchter ziehen nach der Heirat aus, zur Familie des Mannes. Hier werden gerade Opfergaben gebastelt. Traditionell ist das Frauensache. Täglich werden Opfergaben gebraucht. Das haben wir schon vom Hotelpriester erfahren. Und aus was bestehen die? Also das ist eine kleine Opfergabe. Diese Chanang Sari besteht aus Betelblatt und Betelnuss drinnen und auch Kalk. Diese drei Sachen, das ist Symbol von diesen drei Göttern, Brahma, Vishnu und Siva Gott. Und da drüben, dann gibt es dann noch Blumen und so weiter. Und wenn man hat, dann noch kleine Kekse oder etwas, was Süßes ist.
Und wenn es ein großes Fest ist, also Vollmond oder Neumond, man baut dann so eine große Opfergabe, das heißt Aturan. Und dann zeigt Yoga noch den Haustempel, Bestandteil jedes traditionellen Gehöfts. Jede Familie hat einen eigenen Familienhaustempel. Und in dieser Familienhaustempel besteht dann mehrere Schreine. In der Ecke dort, es ist für den Hochtegott, Sangyang Vidi. Und daneben, da steht der Spirit, der Gott, der Power bringt. Und hier in der Mitte steht dann der Komulantaksu. Das ist für unsere Ahnen oder die Vorfahren. Und dann steht dann hier eine kleine Opfergabe. Unten ist für die Dämonen, weil Hindu auf Bali, wir glauben dann nicht nur an die Götter und auch an die Dämonen. Wir fahren mit Yoga weiter ins Landesinnere, in die Reiskammer Balis mit seinen kunstvoll terrassenförmig angelegten Reisfeldern. Bis auf 1000 Meter Höhe wird hier der Nassreisanbau praktiziert, dank des tropischen Monsunklimas und eines ausgeklügelten Bewässerungssystems. Bei Baru, einem Dorf in der Region Tabanan, zeigen Reisbauern Touristen, wie sie arbeiten. Bevor die Bauern ihre Reis anpflanzen, hier werden die Samen vorgezogen, ca. 10 bis 12 cm hoch, werden die dann umgepflanzt oder pikiert. Wir haben zwei Arten von Reis, traditioneller Reis und moderner Reis. Ja. Traditioneller Reis braucht mehr Zeit für das Wachstum, ca. 4 Monate, moderner 3 Monate. Traditioneller Reis kann bis 1,20 m hoch werden. Moderner Reis ca. 40 cm. Und jetzt Schuhe aus. Die Touristen dürfen selbst mal ran. Die Aufgabe, die Setzlinge einfach im Abstand von 20 cm in den fruchtbaren Vulkanschlamm stecken. Naja, so einfach ist es dann wohl doch nicht. Aber Übung macht die Meisterin. Und wie ist das jetzt so? Das ist auf jeden Fall ein Erleben für sich, auch da einmal durch den Spuk zu gehen. Das ist anstrengend. Also letzten Endes so jetzt für 5 Minuten geht's, aber den ganzen Tag wollte ich es nicht machen. Also gerade die gebückte Haltung und immer dieses aus dem Schlamm wieder raus und rein, das strengt, glaube ich, über Dauer dann doch schon ganz schön an. Und macht schmutzige Füße. Um den Bau des Bewässerungssystems und die Verteilung des Quellwassers kümmern sich die Subaks, die Reisbauernkooperativen, erklärt Wayan Demon, der uns an den kleinen Kanälen vorbeiführt. Ein Subak bewirtschaftet eine bestimmte Feldfläche und trifft gemeinsam alle Entscheidungen rund um Anbau, Ernte und Bewässerung. Die Wasserquellen sind alle in den Bergen. Wir haben 4 Seen, davon kommt das Wasser überall. 14 Quellen. Ja. Und dann von hier ist das Wasser verteilt. Das ist dieser Hauptkanal. Dieser Kanal läuft durch verschiedene Dörfer. Von diesem Kanal aus wird das Wasser überall verteilt. Das Reisanbausystem auf Bali ist von der UNESCO als schutzwürdig anerkannt. Mehrere Anbaugebiete gehören jetzt zum Weltkulturerbe. In Rumadesa, einem Familiengehöft, wird Nasi Champur gereicht. Reis mit verschiedenen Speisen. Roter Reis ist eine Spezialität auf Bali. Genauso wie schwarzer Reispudding mit Kokosmilch. Dazu Reistee. Köstlich. Wir fahren weiter zu einem der 6 heiligsten Tempel Balis. Er liegt am Südhang eines erloschenen Vulkans, mitten im Regenwald, der Pura Luhur Batu Karo.
Yoga erklärt uns, dass man sich respektvoll kleidet, wenn man einen Tempel besucht. Ja, das ist ein Sarong, also wie man das macht. Ich zeige Ihnen, dann mich hier ein bisschen hoch, so. Dann ein bisschen Knoten hier. Und dann macht man dann schön hier, so. Am Schluss nimmt man dann diese Tempelschal, man macht dann so. Und diese Kopfbedeckung hat eine Funktion, um die Gedanken zu binden. So könne man sich beim Beten besser konzentrieren. Für Touristen ist die Kopfbedeckung freiwillig. Durch ein gespaltenes Tor gelangt man in den Tempel, der in Bali kein überdachtes Gebäude ist, sondern ein ummauerter Bezirk mit mehreren Höfen. Ganz hinten reihen sich Schreine und Pagoden für verschiedene Götter. Dieser Tempel ist Mahadehua, der Gottheit des Batucaro-Vulkans geweiht, dem Spender von Fruchtbarkeit und Wachstum. Yogas Familie ist mit den Opfergaben gekommen. Heute ist Neumond, für die Balinesen einer der vielen heiligen Tage. Sie gehen dann in den Tempel, um dort zu beten. Der hohe Priester hilft, mit den Göttern in Kontakt zu treten. Uns wurde erlaubt, ganz in der Nähe des allerheiligsten Bereichs zu kommen. Touristen sollen ansonsten im Hintergrund bleiben. Die Hände werden beim Gebet hoch an die Stirn gehalten, weil die anwesenden Götter über den Menschen stehen, erklärt uns später Yogas Familie. Dann verteilen die Tempelpriester das heilige Wasser. Es soll reinigen und den Gläubigen den Segen geben. Sangyang Widi, die höchste balinesische Gottheit, die hier als Gott Mahadeva auf dem Thron sitzt, ist jetzt sicherlich zufrieden. Von Batucaro geht es nach Ubud, in das künstlerische Zentrum Balis. Auch hier muss man aufpassen, nicht auf Opfergaben für die Dämonen zu treten. Uralte Kultur im modernen Alltag. Ubud ist zu einer touristischen Hochburg angewachsen. Aber trotz aller Vermarktung, wer balinesische Kultur kennenlernen will, findet sie hier konzentriert. Tempel, Kunst und Kunsthandwerk und auch Kurse zur einheimischen Küche. Wir treffen auf dem Markt im Zentrum von Ubud Reke Mangyatsari. Sie führt ein kleines Hotel ganz in der Nähe und bietet Kochkurse an. Welche Zutaten in der balinesischen Küche typisch sind, zeigt sie beim gemeinsamen Rundgang. Jerokatu, die Köchin, packt frische Kokosnuss für einen Salat ein und reife Jackfrucht für ein Dessert. Eine Etage tiefer zeigen die Frauen noch andere exotische Früchte. Hier gibt es zwei verschiedene Schlangenfrüchte. Beide sind von Bali. Das ist gut gegen Durchfall. So, und dann besser nicht so viel essen. Schlangenfrucht, weil wegen der Haut. Die Haut, die Haut ist wie hier. Die Schuppen, ne? Ja. Probieren. Oder? Oh. Das ist gut. Schmeckt etwas astringierend. Da zieht es einem die Spucke im Mund zusammen. Und hier, das ist Mangostin, ne? Oder auch Mangostan genannt. Die Narbe gibt Hinweis darauf, wie viele Fruchtstücke drinstecken. Es müssen 6 sein. Probieren. Das kann man essen? Ja. Das ist Konsistenz wie Litschi. Geschmack wie eine sehr süße Mango. Sehr lecker. Ja, aber hat noch so ein bisschen sauren Nachgeschmack, finde ich. Und dann wird noch weiter fürs gemeinsame Kochen eingekauft. Wenige Fußminuten entfernt, in einem kleinen Dschungel, liegt die Lady Bamboo Villa, Reke Mangyatsaris Hotel. Reke ist Javanerin, liebt aber den balinesischen Stil. Sie spricht Deutsch und Englisch mit uns. Okay, I want to show you one of my room here. Ich möchte Ihnen eines meiner Zimmer zeigen. Das hier ist das blaue Zimmer, unser Familienzimmer. Am besten geeignet für ein Paar mit Kleinkind und einem 4- oder 5-Jährigen.
for the kids 5 or 4 years. Here basically is the. Die Ecke hinter mir ist sehr beliebt bei unseren Gästen, weil die Kinder dort Filme schauen können, die sie sonst nicht schauen dürfen. Which is normally the parents not allow them. Das hier ist ein Bambusbett aus riesigem Bambus. Mein Mann hat es entworfen. Wir haben früher damit gehandelt. Und dies ist ein typisches Gemälde aus Ubud. Ich habe es machen lassen, auch den Rahmen. Balinesen sind sehr kunstbegabt. Typisch ist auch dieser balinesische Schirm. Balinese Umbrella. Umbrella. Jeden Raum hat Reki zusammen mit ihrem Mann individuell gestaltet und eingerichtet. Besonders geräumig sind die Suiten. Diese hier sei für Honeymooner. Then here is the open bath, which is nice. Das hier ist das offene Bad mit einer schönen Waschgelegenheit. It's nice, especially in the full das ist besonders bei Vollmond toll, weil sie im Freien sind. Sie können hier Champagner trinken und auf den Bambus schauen. Und natürlich ist es warm. Die Zimmer sind allerdings etwas hellhörig. Doch die wunderschöne Tropenkulisse zwischen den Eingängen schafft ein Gefühl von Privatsphäre. Zurück zu den Kochschülern. Die indonesische Küche ist beeinflusst von der chinesischen und indischen, aber auch von den Portugiesen und Holländern, den einstigen Eroberern. Zuerst die Desserts, Mango Pie und balinesischer Pfannkuchen. Dann die Hauptspeisen. Thunfischcurry und Soto Ayam, eine Hühnersuppe. Die Rezepte stammen von Reki und wurden an den europäischen Gaumen angepasst. Hier ist Chili. Chili normalerweise die richtige Balinese oder Indonesien. Wir benutzen 12. Aber für Western, das ist 2 ist reich. Hier, was wir vorbereiten, das ist schon ein bisschen Modification. Das ist für Touristen, so nicht so spicy. Ja. Die Gewürze werden in einem Mörser zu einer Paste, einem Curry, zermalmt und dann angebraten. Nach dem Fisch kommt noch Kokosmilch dazu. Am Ende stehen noch ein paar andere Leckereien auf dem Tisch, wie Saté-Spießchen mit Erdnusssoße und ein tropischer Salat. Dazu balinesischer Wein. Welch ein Genuss, auf diese Weise eine Insel zu entdecken. Am nächsten Morgen ist sportlicher Ehrgeiz angesagt. Okay, schönen guten Tag. Bevor wir aber alles Rekis Mann Lambert bietet eine E-Bike-Tour an. Es gibt ja immer so dieses Missverständnis, dass E-Bikes nur was für alte Leute sind. Jetzt schaltet mal den Motor an. So, jetzt habt ihr diese beiden verschiedenen Möglichkeiten der Schaltung. Auf der linken Seite an dem Griff könnt ihr hoch und runter schalten, Plus und Minus. Okay, alles gut. Ja, jetzt genau. Noch ein paar Proberunden im Hof. Kreisform zweimal rum und los geht's. Ja. Okay. Mit seinen hochwertigen Elektrofahrrädern will Lambert, der aus Hamburg stammt, die Lust am Radfahren auf Bali fördern. Und damit auch den Umweltgedanken. Im Tropenparadies hat der Verkehr stark zugenommen. In Balis Hinterland gibt es jede Menge Steigungen. Mit E-Bikes geht es locker nach oben und wieder nach unten.
Wir trennen uns von den Radfahrern und sind auf der Straße der Kunsthandwerker. Eine Werkstatt reiht sich an die andere und jedes Dorf ist spezialisiert auf ein Kunsthandwerk. Auf dem Garuda, einem Vogelmenschen und Wappentier Indonesiens, reitet Hindu-Gott Vishnu. Und das ist Ganesha, der Glück und Weisheit bringt. Beeindruckend ist der Silberschmuck, den wir hier finden. Die Schmiedearbeiten im Laden Yoga Dharma werden in kleinen Werkstätten hergestellt. Das Silber stammt von den großen indonesischen Inseln Sumatra, Borneo und Java, erzählt uns Julia Wati, die Inhaberin. Orang Bali biasanya ke tempat suci memakai pakaian adat. Die Balinesen tragen gerne Silber- und Goldschmuck, wenn sie zum Tempel gehen, besonders zu einem großen Fest. Dann trägt man solche Ohrringe. Wir tragen auch gerne solche traditionellen Ketten wie diese hier, mit einem Barong, einem Fabelwesen aus der balinesischen Mythologie. Oder diese hier mit einem schönen Stein. Und diese Armreifen sind verziert mit traditionellen balinesischen Mustern. Wenige Kilometer weiter im Dorf Singapadu bekommen wir die Gelegenheit, Maskenschnitzern zuzuschauen. Die Maskenschnitzerei hat eine sehr lange Tradition auf Bali und einige Familien haben sich darauf spezialisiert. Imade Sutjarka gilt als einer der Besten im Raum Ubud. Er fertigt gerade eine Barong-Maske. So bekommen wir schon mal einen etwas besseren Eindruck vom balinesischen Fabelwesen. Vira Rumi ist auch Topeng-Tänzer. Topeng ist das indonesische Wort für Maske. Topeng-Tänze werden zur Unterhaltung oder als rituelles Tanzdrama dargeboten. Die langen Fingernägel tragen viele Tänzer, weil es schön aussieht, erklärt man uns. Beim rituellen Topeng verwandelt sich ein Tänzer in unterschiedliche Charaktere. This is old man. Das ist ein alter Mann. This is Servant. Das ist der Diener. This is Clown. Das ist der Clown. Und dann bekommen wir noch eine fertige Maske für den Barong-Tanz zu sehen. Der Barong-Tanz wird regelmäßig in Touristenshows aufgeführt, dann aber in einer gekürzten und leicht verständlichen Version, wie hier im Ubud-Palast. Begleitet wird das Schauspiel von einem Gamelan-Orchester. Zur Belustigung tritt ein Affe auf, der allerhand Klamauk macht. Das eigentliche Thema ist aber der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Der menschenfreundliche Baron und die Hexe Rangda schleudern sich ihre magischen Kräfte entgegen. Nach der balinesischen Philosophie gibt es keinen Gewinner. Gut und Böse halten sich die Waage. Die Welt bleibt im Gleichgewicht. Ein Tanz, der ursprünglich nur an den Fürstenhöfen aufgeführt wurde, ist der Legong. Er verkörpert das balinesische Ideal weiblicher Schönheit. Genau abgestimmt auf die komplizierten Rhythmen der Musik unterliegt jede Geste und Bewegung einer strengen Choreografie.
Der Tanz erzählt eine Legende aus dem 13. Jahrhundert, in der zwei Prinzen um eine entführte Prinzessin kämpfen. Nach so viel Tanz und Drama ist es Zeit für Entspannung. Von Ubud aus fahren wir ein Stück nach Norden, in eine herrlich grüne Oase. Oberhalb eines tief eingeschnittenen Flusstales liegt das Chapung Sebali Resort and Spa. Die Ferienanlage ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ihre besondere Note ist, dass sie aus nur wenigen luxuriösen Villen besteht. Jedes Haus hat einen eigenen Pool und einen geschützten Gartenbereich. Das große Schwimmbecken mit angeschlossenem Restaurant kann auch von Nicht-Hotelgästen gegen eine Eintrittsgebühr besucht werden. Das Chapung bietet auch viele Spa-Anwendungen. Bali bietet sich für einen Wellnessurlaub geradezu an. Die Insel blickt auf eine lange Geschichte der Heilkunst zurück. Wir wollen eine traditionelle Behandlung kennenlernen. Und die beginnt mit Jamu, einem etwas bitteren Getränk aus Kräutern und Wurzeln. Jamu soll das allgemeine Wohlbefinden steigern. Es gibt hunderte von Jamu-Rezepten. Traditionelle Medizin ist in ganz Indonesien verbreitet und beliebt. Die balinesische Massage ist soft, eine Mischung aus leichtem Stretching, Akupressur und Aromatherapie. Verwendet wird Kokosnussöl mit natürlichen Aromen wie Vanille, Zimt oder Frangipani, eine stark duftende Tropenblume. Kurkuma, Ingwer, Nelken und andere Gewürze sind die Zutaten für Boré, eine Heilpaste auf Sandelholz- und Reismehlbasis. Die Behandlung stammt von balinesischen Reisbauern, erzählt die Spa-Chefin des Hauses. Die Paste helfe sehr gut bei Erkältung und Fieber und wirke auch präventiv. Der Körper erwärmt sich und entspannt. Wir bevorzugen diese Zutaten, weil sie in unserem Garten wachsen. Wir verwenden sie nicht nur zur Heilung, sondern auch in der Küche. In Bali verwenden wir Kurkuma, Ingwer, Galanganwurzel zum Würzen, weil wir überzeugt sind, was gut ist zum Essen, ist immer auch gut für den Körper. Mit Heilmassagen und anderen Anwendungen kann man sich auf Bali auch in Tagesspas verwöhnen lassen. Unsere Reise führt in den Nordosten, in die imposante Bergregion der Heiligen Vulkane. Vom Dorf Songan am Batursee wandern wir nach Munti Gunung. Anschließend fahren wir an die Küste, zu einem der schönsten Tauchparadiese Indonesiens. Frühmorgens beginnt unsere Wanderung. Wegen der starken Sonne empfiehlt es sich, früh zu starten. Es geht in die ärmste Region Balis. Hetuzuka, die die Gruppe anführt, ist dort aufgewachsen. Wir werden ihr Dorf kennenlernen, sehen, was sich verändert hat, seit der Schweizer Daniel Elber vor 10 Jahren ein Hilfsprojekt dort ins Leben gerufen hat. Er begleitet uns um 2 Urlauberinnen, die die Wandertour gebucht haben. Nach 30 Minuten sind wir auf einem Bergrücken angekommen. Die hohe Vulkankette bildet eine Wetterscheide, die die Insel in einen feuchten Süden und einen trockenen Norden teilt, wo nur wenig Regen fällt. Vom Batursee musste Ketut das Wasser holen. Sie ging auch betteln in den Touristenzentren, bis Daniel Elber sie traf. Ich bin dann hier in dieses Gebiet von Munti Gunung gekommen, habe gesehen, wie diese Leute leben müssen in einem Gebiet, das kein Wasser, über kein Wasser verfügt, während 8 Monaten im Jahr. Habe die Armut gesehen, dass die Leute über keine Arbeit verfügen, die Gesundheit extrem schlecht war. Und habe mich dann eigentlich spontan entschieden, etwas dafür zu tun. Eine seiner Ideen, den Menschen Arbeit zu verschaffen, indem er die Touristen über ein Trekkingangebot in diese Region holt.
Bettina Dolanski und ihre Freundin machen zum ersten Mal diese Tour. Rund 4 Stunden dauert sie. Nach dem kurzen Aufstieg gibt es ein tropisches Frühstück. Ab dann geht es nur noch abwärts Richtung Nordküste. Wie in Bali üblich, bekommen auch die Götter etwas vom Frühstück ab. Die Kunstlehrerin Ulrike Hennecke ist berührt von den Eindrücken. Ich sauge alles auf. Also für einen Künstler ist es natürlich ständig wechseln, tollste Stimmung. Man saugt die Bilder auf und man hat hier gleich das Gefühl, man kommt an und ist in einer Entspannung. Der Abstieg führt zunächst auf dem Rand eines riesigen Kraterkessels entlang, mit herrlichen Ausblicken. Und dann zeigt er sich, der mit 3.142 Metern höchste Vulkan der Insel, der Gunung Agung. Für die Balinesen der Sitz der Götter, der heiligste Berg Balis. Schon bald blicken wir auf die Gemeinde Muntigunung, wo unsere balinesische Wanderführerin wohnt. Die Brunnen in Küstennähe reichen nicht zur Versorgung aus. Daniel Elber hat aber eine Lösung gefunden. Unter euch seht ihr das riesige Dach, das ist eine Wasserversorgung. Wir versorgen alle 36 Dörfer hier mit einer Regenwassererfassung. Also wir pumpen kein Wasser von der Küste oder vom Heiligen See über die Berge hier hinauf, sondern wir sammeln während der Regenzeit das Regenwasser in diesem Dach und leiten das runter in einen großen Tank. Und von dort verteilt das die Dorfbevölkerung an ihre Einwohner. Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktion: Unter den Dächern produzieren die Einwohner Waren zum Verkauf oder wie hier die Verpackungen dazu. Flechtkörbe aus den Blättern der einheimischen Lontarpalme. Noch viel mehr solcher Produktionsstätten sollen entstehen. Die Frauen arbeiten jeden Tag mehrere Stunden und verdienen so ihr eigenes Geld. Ulrike Hennecke, die Kunstlehrerin, möchte von ihnen wissen, wie sie flechten. Und Bettina Dolanski. Übt sich in der indonesischen Sprache. Früher war Daniel Elber Banker in der Schweiz. Er suchte nach einer Aufgabe, die ihn erfüllt, und hat sie hier gefunden. 1000 Familien will er helfen. Die Produkte, darunter Nüsse, Tee und Trockenfrüchte, kann man in Bali kaufen oder auch bestellen. Reis und Wasser sollen den Urlauberinnen Glück und Gesundheit bringen. Und gefällt diese besondere Tour? Umwerfen. Schon deswegen, weil ich das noch nie gemacht habe, obwohl ich jetzt schon seit 30 Jahren nach Bali komme. Und so eine Wanderung in so Gebiete, wo keine Touristen sind, das ist so toll, wo man auch jetzt das Gefühl hat, was Sinnvolles zu tun als Tourist. Ketuzuka braucht heute nicht mehr betteln zu gehen. Sie hat Arbeit. In jeder Familie soll mindestens einer Arbeit haben. Daniel Elber will mit seinem Verein Zukunft für Kinder noch viel mehr erreichen. Ketut ist dankbar. Ich bin sehr glücklich. Jetzt habe ich Wasser, ein Einkommen und die Kinder gehen zur Schule. Wir sind an der Nordostküste Balis angekommen, zurück im Urlauberparadies. Hier sind die Strände aus schwarzem Vulkansand oder Kieselstein. Vor allem Taucher lieben diesen Küstenabschnitt. Es gibt einfache und äußerst komfortable Hotels. Im Alambatu Tauchresort in Batu Ringgit wohnt man in geräumigen Bungalows, errichtet mit einheimischen Hölzern und Bambus. Für Familien gibt es ein Areal mit 2 Villen, wo sich Jung und Alt auch mal aus dem Weg gehen können. Mit ihrem Hotel hat sich die Chefin des Hauses, eine Kölnerin, einen Traum erfüllt. Doris Vierkötter ist Taucherin und hat die Anlage mit eigener Tauchbasis selbst konzipiert und bauen lassen. Zu ihrem Team gehört Mario Esposito, der auch Anfänger schult.
fängst an im Pool und man zeigt dir Übungen, wie man sich unter Wasser bewegt. Du machst ein paar Theorie, schaust dir Videos an, in denen man dir auch immer alles genau erklärt. Und wenn du dann so weit bist, dann nehmen wir dich mit raus ins Meer, machen mit dir 4 Tauchgänge und dann solltest du eigentlich, wenn alles gut läuft, wie gesagt, noch 4 Tagen ein Open Water Diver sein. Das Haus ist direkt hier vor der Tür. Man kann also direkt von der Tauchbasis ins Haus reingehen. Das werden wir auch gleich machen. Und 10 Meter weiter haben wir direkt einen kleinen Slope, der runtergeht. So nennt man das, wenn es leicht runtergeht. Der wunderschön bewachsen ist mit Korallen. Man kann Haie sehen, man kann Schildkröten sehen. Adlerchen kommen manchmal vorbei. Und auch wunderschöne Korallen und Gorgonien. Also sehr, sehr bunt. Die Meere um Indonesien zählen zu den artenreichsten der Welt. Wir sind gespannt auf Balis Unterwasserwelt. Ein Weißspitzenriffhai. Fransendrachenköpfe oder auch Rhinopias genannt. Gut getarnt 2 Halimeder Geisterpfeifenfische. Eine Harlekin-Garnele und noch andere Fische, die gar nicht so nach Fisch aussehen. Wem das nicht reicht, der kann auch noch nach einem Schiffswrack tauchen. Von der Nordostküste kehren wir zurück in den Süden, an Kuta und dem Flughafen vorbei, in die Bucht von Jimbaran. Hier können wir die Unterwasserwelt Balis für die Küche entdecken. Jimbaran ist ein Fischerort, in dem täglich ein Fischmarkt stattfindet, den es allein schon wegen der Atmosphäre lohnt zu besuchen. Nicht so schön ist allerdings dieser Anblick: Babyhaie. Da viele Haiarten in ihrem Bestand bedroht sind, sollte der Verkauf eigentlich nicht erlaubt sein. In der Markthalle geht es wesentlich geschäftiger zu. Die Auswahl ist enorm und nahezu alle Restaurants in Südbali kaufen hier ihren Fisch. Nun ja, der sieht jetzt mal nicht so appetitlich aus, aber gekühlt werden die meisten Fische. Welche es denn hier so zu kaufen gibt, fragen wir einen Verkäufer. Sibas. Oder Baronang. Baronang essen auch Touristen sehr gerne. Gegrillt. Und was noch? Zum Beispiel Red Snapper. Red Snapper. Tapi kecil. Ja. Dafür ist Jimbaran auch bekannt. Für seine etlichen Fischrestaurants, die ihre Tische direkt am Strand aufgebaut haben. Fisch, Hummer, Krebse, Meeresfrüchte, alles frisch zubereitet. Und dann noch der Sonnenuntergang. Schöner lässt sich eine Reise durch Bali wohl kaum beenden.